Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir haben uns hier einen Sith-Krieger erstellt in der letzten Folge, Netarius. Und ihr wundert euch vielleicht, Drowl ist sein Nachname, beziehungsweise sein Vermächtnisname. Es gibt nämlich ein Vermächtnis in diesem Spiel. Ich muss selber gerade mal gucken, wo das genau ist. Hier unter J. Und das ist mittlerweile schon auf 37. Das ist der Nachname. Und alle Charaktere, die ihr in diesem Spiel erstellt, erhalten dann diesen Nachnamen. Ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern, weil es ist wirklich schon ein paar Jahre her. Aber sobald ihr ein bestimmtes Level erreicht habt, habt ihr die Möglichkeit, dieses Vermächtnis zu erstellen. Und dann vergebt ihr halt auch den Namen dementsprechend. Und hier könnt ihr Sachen freischalten und auch Erfolge sammeln. Und wie gesagt, der Sith-Inquisitor zum Beispiel, wenn ihr dann die Stufe nachher erreicht, beziehungsweise das Kapitel, die Story abschließt, dann bekommt ihr hier so Heldenfähigkeiten dazu oder halt die verschiedenen Begleiter, wo wir später noch zukommen werden. Wir haben die Spezies, bei der Charaktererstellung bin ich da ja schon mal drauf eingegangen. Also man kann diese Spezies auch freischalten mit Ingame-Währung, Credits nennt sich das hier. Also da könnt ihr auch Geld ausgeben, was ihr in-game verdient habt, um diese Rassen zum Beispiel weiter freizuschalten. Und das ist so im Großen und Ganzen das Vermächtnis. Und worauf ich ganz gerne noch eingehen wollte, ist das Abo-Modell von dem Spiel. Ihr habt die Möglichkeit, das ganze Spiel kostenlos zu spielen und die gesamte Story zu genießen. Allerdings habt ihr da ein paar Einschränkungen natürlich. Ihr habt zum einen begrenzten Zugriff auf die Kriegsgebiete, die Flashpoints oder den Operationen. Also das sind die Instanzen oder die größeren Kriegsgebiete, zum Beispiel PvP. Da habt ihr dann Einschränkungen und könnt halt nicht alles genießen oder zumindest nur begrenzt. Zum zweiten könnt ihr nicht alle hochstufigen Gegenstände ausrüsten. Das ist natürlich gerade so im Endgame ein bisschen ärgerlich. Das habt ihr als Free-to-Play-Spieler dann leider auch nicht. Und ihr habt in Anführungszeichen nur 12 Charakter-Slots. Sollte eigentlich für jeden ausreichen, aber als Abo-Modell erhöht sich das Ganze dann auf 24 Charakter-Slots. Also da habt ihr dann eine Menge Platz, um eure Charaktere hochzuleveln und neu zu erstellen. Des Weiteren gibt es beim Free-to-Play-Modell noch die begrenzten Auktionsslots. Das heißt, ihr könnt im Auktionshaus nicht alles verkaufen. Also ihr könnt alles verkaufen, aber halt nur begrenzt. Ich weiß gar nicht genau, wo die Grenze liegt. Mit dem Abo-Modell wiederum habt ihr natürlich unbegrenzt Zugriff auf das Auktionshaus. Ich glaube, 50 Gegenstände könnt ihr da gleichzeitig drin haben. Und was ich halt am ärgerlichsten finde bei Free-to-Play ist, dass ihr eine Credit-Obergrenze habt, also das Geld, was ihr hier in Game verdient, da habt ihr irgendwann eine Obergrenze, das ist ein bisschen ärgerlich. Deswegen, also ich spiele immer in dem Abo-Modell, weil es mir auch einfach Spaß macht und ich alle Vorteile nutzen möchte. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Achso, Kartellmünzen bekommt ihr halt auch nicht, wenn ihr Free-to-Play-Player seid. Durch ein Abo erhöht sich das halt jeden Monat, glaube ich, um 500 Kartellmünzen. Mit den Kartellmünzen könnt ihr halt auf dem Kartellmarkt dann einige Sachen kaufen, so wie Kisten, wo dann spezielle Skins drin sind, dass ihr euch anders anziehen könnt und sowas. Sowas ist da halt drin. Das bekommt ihr dann natürlich nicht als Free-to-Play-Spieler. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie ihr trotzdem an Kartellmünzen kommen könnt. Und zwar, wenn ihr diesen Zwei-Faktoren-Authentizator oder wie auch immer das Ding heißt, einrichtet. Und zwar gibt es da ganz einfach eine App, ob ihr nun Samsung-Nutzer seid oder Apple-Nutzer beim Handy. Es gibt eine App für Star Wars und der generiert immer einen Code. Und das müsst ihr dann halt bei dem Einloggen im Spiel, müsst ihr dann diesen Code halt immer mit dazu eingeben. Das schützt euren Account halt nochmal davor, dass er von Hackern irgendwie übernommen wird oder sowas. Und da bekommt ihr Monat für Monat 100 Kartellmünzen.
auch wenn ihr das Spiel nicht spielt. Und dann können wir mal bei mir reinschauen. Ich habe jetzt mittlerweile 6820 Kartellmünzen. Ja, ich habe, wo ich das letzte Mal gespielt habe, hatte ich glaube ich ja, vielleicht 20 oder so noch. Und jetzt habe ich 6800 Kartellmünzen bekommen. Einfach nur dadurch, dass ich diesen Authentizator ja, verbunden hatte mit meinem Konto. Und da wurde monatlich dann 100 Kartellmünzen gutgeschrieben. Also da ist schon einiges zusammengekommen auf jeden Fall. Ja, so viel dazu. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Hier sehen wir schon ein paar andere Spieler. Und wir sehen hier oben den Chat, den habe ich immer eigentlich ganz gerne hier. Den können wir vielleicht auch noch ein bisschen größer ziehen. So. Genau, und als erstes haben wir hier natürlich einen Briefkasten. Fühlt euch bitte nicht erschlagen, aber dadurch, dass ich ziemlich am Anfang schon mit dabei war, habe ich hier so einiges, was bei der Charaktererstellung dann in dem Postfach auftaucht. Wir können das Ganze mal durchgehen. Wir haben hier zum Beispiel einen kleinen Astromech-Druiden. Das sind quasi die Haustiere, die ihr aus WoW wahrscheinlich kennt. Der folgt uns dann halt einfach. Man muss erstmal gucken. Da seht ihr ihn. Muss erstmal gucken, wie ich die Sachen hier aufnehme nochmal. Okay, mit Rechtsklick. So, Jahrestag, Belohnung. Ja, das ist auch schon lange her. Können wir auch mal aufnehmen. Früherer Abonnentenzugang. Hier kriegen wir einen Titel, schalten wir da frei, der Erhabene. Also wir haben direkt von Anfang an sogar schon einen Titel. Frühzeitiger Zugang. Ja, hier kommen auch ein paar Sachen dazu. Bloß die nehmen alle ein bisschen Platz weg im Inventar. Deswegen würde ich hier nur mal die Titel nehmen. Testpilot und erster galaktischer Raumjäger. Den Rest lassen wir erstmal, bis wir mal in der Stadt sind und ja, Sachen auf unserer Bank parken können. Ja, hier kriegen wir die Infos zur digitalen Erweiterung. Natürlich auch als Abonutzer habt ihr dann alle Zugriffe auf alle auf alle Erweiterungen, so rum. Also, da werden euch dann auch keine Steine mehr in den Weg gelegt. Hier haben wir ein Handgelenksband für die VIP-Lounge. Also ihr habt in einigen Städten dann auch so eine VIP-Lounge und könnt da halt reingehen. Das andere alles ist erstmal ja, eher kosmetisch. Hier haben wir noch ein Mount, das wir nachher benutzen können, wenn wir soweit sind. Mounts gibt es natürlich auch hier im Spiel. Was haben wir hier? Ah ja, das ist ein Gegenstand fürs Housing. Ja, können wir dann halt an die Wand irgendwann klatschen. Lasse ich auch erstmal drin. Hier haben wir noch einen Patrouillierer, auch ein Mount. Ein weiterer Astro-Druide. So, hier haben wir Anpassungen für unsere Begleiter, dazu kommen wir später noch. Auch das ist ein Gegenstand fürs Housing. So wie das auch. So, hier haben wir nochmal einen Titel Geißel der Hutten und ein Haustier. Und halt ein Holobild, was wir aufstellen können. Das lassen wir aber auch erstmal drin, das verbraucht auch Inventarplatz. So, hier wieder eine Info zur Erweiterung. Das Votor Gegenstandsbelohnung ist wieder ein Haustier. Feuerwehr können wir erstmal drin lassen. Das ist auch nur kosmetisch. Ruft ein Party-Java herbei. Das können wir auch erstmal drin lassen. Noch ein Astromech-Druide. Das tut mir leid, Leute. Hier haben wir noch einen Titel Gründer. Und zwar, ja, das bekommt man halt, wenn man ganz am Anfang schon mit dabei war. Haben viele wahrscheinlich nicht. Was war das noch? Noch ein Tier. Okay, soweit haben wir, glaube ich, erstmal alles geöffnet. Ja, wir rufen mal das Inventar auf und dann können wir schon mal sehen, dass wir hier uns die... Na, folgt mir jetzt? Genau. Hier haben wir einen kleinen Astro-Druiden. Und so können wir dann nach und nach hier unsere Haustiere erstmal dazu holen. So, den Titel Gründer bekommen wir. Dadurch gibt es auch einen Codex-Eintrag. Können wir uns auch mal angucken. Ja, Codex-Einträge für Titel, Planeten, die wir besuchen, Spielregeln, Datacrons. Also ein Kram. Also es ist eine Menge zu sehen, gibt es hier, Leute.
So, wir holen uns erstmal die ganzen Titel dazu. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Titel kann man sich auch nur als Abonnent anzeigen lassen. So, hier haben wir ja unseren, unser Charakterfenster und dann haben wir hier die Möglichkeit, Titel auszuwählen. Können wir da zum Beispiel Gründer sagen. Und ob der Vermächtnisnachname halt angezeigt werden soll, beziehungsweise andere Erfolge, die wir erspielt haben mit der Zeit. Kann man natürlich was machen, so Meister des Schreckens zum Beispiel. Finde ich immer ganz gut für so einen Cis-Krieger. Das können wir mal drin lassen. Oder wir lassen hier halt unser Vermächtnis Namen anzeigen. Da würde dann stehen das Droll-Vermächtnis und so weiter und so fort. Charakter Flair weiß ich gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. Ja, auf jeden Fall sehen wir da schon wieder ganz anders aus. Was haben wir hier noch? Noch ein Feuerwerk. Ja, das packen wir auch erstmal runter. Achso, zum Inventar noch. Ihr seht hier diese Zeilen. Die muss man auch nach und nach freischalten. Also, wenn man Abo-Nutzer ist, gibt es glaube ich schon alle. Aber man kann sich die auch mit Credits oder Kartellmünzen kann man sich die nach und nach freischalten. Dass wirklich bei jedem Charakter, den ihr erstellt, dieses Inventar offen ist. Ja Leute, viel zu erklären am Anfang. Ich hoffe, das ist nicht so erschlagend für euch. Aber ich würde euch das ganz gerne ja, erstmal zeigen. Und wir starten mal direkt. Ja, wir haben hier den Sprung, den Machtvorstoß. Damit können wir auf Gegner direkt zuspringen und so den Kampf eröffnen. Und dann haben wir hier halt zwei Skills. Einmal den Ansturm erzeugt zwei Wut und verursacht mit einer Reihe schneller Nahkampfangriffe Waffenschaden. Greift bei beidhändiger Bewaffnung mit beiden Waffen an. Und wir haben einmal den bösartigen Hieb, trifft das Ziel und verursacht so und so viel Waffenschaden. Also dieser Ansturm hier ist auf jeden Fall schon mal wichtig, um Wut zu erzeugen. Das seht ihr hier unter diesem Gesundheitsbalken. Und Wut wiederum brauchen wir dann für bestimmte Skills. Ja, ihr kennt das Prinzip des Tanks ja eigentlich, oder? So, und ihr seht schon, das geht recht fix hier. Aber wir sind auch noch im Startgebiet. So, und der braucht immer eine Zeit lang, bis er wieder aktiv ist. Abklingzeit. Kennt ihr ja auch aus anderen Spielen schon. So, willkommen im Kleidungsdesigner haben wir hier noch. Das brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. So, wir haben auf jeden Fall schon mal ein Ziel zu den Waffen. Erkunde die Waffenkammer und das wird hier auf der Minimap halt auch ganz gut angezeigt. Da können wir mal ein bisschen weiter rausscrollen. Wir haben hier schon den ersten Händler. Die werden mit diesem Credit-Symbol angezeigt. Das hier ist ein imperialer Sanitätsdruide. Bei dem bekommen wir halt auch Medipacks und sowas, um uns halt wieder hochzuheilen. Hier können wir schon mal unsere ersten Sachen verkaufen. Da haben wir schon mal 15 Credits. Ja Leute, ich freue mich richtig, mal wieder Star Wars The Old Republic zu spielen. Das ist wirklich lange her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Und ich bin gespannt, was sich so alles geändert hat mit der Zeit. So, hier sehen wir den Sith-Krieger-Ausbilder. Wir haben ja jetzt schon Stufe 2 erreicht. Kein Jedi wird gegen euch bestehen. Und hier können wir zum Beispiel noch den Vergeltungsskill erlernen. Führt ein Vergeltungsschlag gegen das Ziel aus und verursacht Waffenschaden. Verfehlen, Abwehr oder Ausweichen ist nicht möglich. Vergeltung kann nur nach einem erfolgreichen Nah- oder Fernkampfverteidigung eingesetzt werden. Oder wenn ein Gegner einer deiner Nahkampfangriffe abwehren oder ihm ausweichen konnte. Ja, nehmen wir mal dazu auf jeden Fall. Hier haben wir noch eine Form jetzt, eine passive Form, wie wir das Lichtschwert halt halten. Dadurch verursachen wir dann 3% mehr Schaden. Und unser erlittener Schaden wird um 3% reduziert. Merkt euch. Das ist halt auch erstmal nicht so verkehrt. Lass mich mal kurz gucken. Interface. Wie können wir das denn aktivieren hier? Muss ich mich wahrscheinlich noch mal reinfuchsen. Ja,
ja, fuchse ich mich mal rein offscreen. Auf jeden Fall haben wir hier dann noch verschiedene Spalten, wo wir natürlich auch unsere Skills lagern können. Hier haben wir noch einen kleinen Buff, den wir uns geben können. Und natürliche Stärke ist der Buff des Sith-Kriegers. Nahkampf, Fernkampf, Macht- und Tech-Bonusschaden und Heilung werden um 5% erhöht. Und wir haben zusätzlich noch die Zeichen der Kraft. Einfach weil wir den Sith-Hexer auch schon mal gespielt hatten. Und wenn ihr alle irgendwie mal durchgespielt habt, insgesamt gibt es 4 passive Buffs, die ihr erlernen könnt, wenn ihr alle Story-Elemente durchgespielt habt von den verschiedenen Klassen. Und wir haben das hier halt mit dem Hexer schon mal gemacht und den Sith-Krieger hatte ich auch schon mal hochgespielt. Deswegen haben wir hier 2 Buffs. Und ja, wir sprinten generell. Ich glaube, das gibt es als Free-to-Play-Spieler auch nicht unbedingt. Gut, Leute, wir holen uns mal hier die erste Mission. Entschuldigung, Akolyt. Sergeant Cormon, 5. Infanteriekommando, Korriban-Regiment. Kann ich mit euch sprechen? Erlaubnis erteilt. Sprecht, Sergeant. Danke sehr. Ihr seid der Akolyt, den Aufseher Dremel hergebracht hat, richtig? Wollt ihr ins Grab, um zu zeigen, was ihr könnt? Ja. Ja, das ist korrekt. Nun, hier ist eure Gelegenheit, nicht nur vor den Aufsehern aufzuschneiden, sondern auch Bande zum imperialen Militär zu knüpfen. Ich befehlige hier eine Mission, die Chlorschnecken in diesem Grab zu eliminieren. Das sind schreckliche Biester. Mäuler, die größer sind als euer Kopf. Ich habe 3 Trupps guter Männer bei dem Kampf gegen sie verloren. Sie kommen in Rudeln. Sie verschlingen einfach so einen ganzen Mann. Tja, gute Männer reichen nicht. Eure Männer müssen offensichtlich besser ausgebildet werden, Sergeant. Diese Männer waren kampfgestellt. Der Feind ist einfach zahlenmäßig überlegen. Verdammten Chlorschnecken vermehren sich so schnell, dass man sie nicht mit gewöhnlichen Methoden auslöschen kann. Also haben wir ihre Brutkammern ins Visier genommen. Sie sind völlig durchgedreht. Wir konnten an allen Brutkammern Sprengsätze platzieren, aber die Chlorschnecken haben uns erwischt, bevor wir sie zünden konnten. Ja, vielleicht ein Fehler in der Taktik? Seid ihr sicher, dass euer Plan tatsächlich funktionieren wird? Ich weiß es nicht. Ich muss es einfach hoffen. Ohne ihre Brutkammern verlieren die Chlorschnecken ihren Vorteil. Dann können wir sie auslöschen. Unterschätzt diese Chlorschnecken nicht. Sie sind viel schlauer, als sie aussehen. Ja, diese Zwischensequenzen kann man natürlich auch überspringen, wenn man möchte. Aber ich wäre dafür, euch den ganzen Genuss hier des Spiels einmal erleben zu lassen. Deswegen versuche ich mir die immer anzuschauen. So, das ging relativ fix hier. Und ihr habt auch schon gesehen, den Skill hier, der wird dann umrandet. Und damit zeigt uns dann an, okay, wir können den einsetzen. So wie jetzt hier. Zack. Und schon liegt wieder eine Gruppe. Okay, wir sollen die Sprengsätze hochjagen. Dazu müssen wir hier in diese Richtung. Seht ihr schon? Da haben wir noch ein Datenpad, wo wir eine Mission bekommen und da unten geht's weiter. Da ist unser Missionsziel. Wir können das Datapad mal schnappen hier. Imperiale Erlass 936. Söldner haben die Kalor-Schneckenplage in Ayuntapals Grab ausgenutzt, um wertvolle Artefakte aus der Tiefe zu stehlen. Diese Situation ist inakzeptabel. Ihr seid dazu ermächtigt, diesen Söldnern... Ja, machen wir uns gleich drum. Anfang haben wir natürlich noch nicht viele Skills, aber das wird schon noch. Ihr seid dazu ermächtigt, diesen Söldner mit äußerster Gewalt eine Lektion zu erteilen, dass weitere Entweihungen nicht toleriert werden. Die Aufgabe ist gefährlich und es wurde eine Gefahrenzulage bewilligt. Wenn eure Mission erfüllt habt, trefft mich an der Krankenstation, um eure Entlohnung zu erhalten. Sergeant Reichel, ja, und da sehen wir es dann auch nochmal, was wir da bekommen. Wir nehmen das mal an. Und machen wir direkt weiter. Wir haben einen Erfolg bekommen. Entmutigung abgeschlossen. Du hast 50 kämpfende Bürger auf Korriban besiegt. Das zählt weiter, weil ich ja schon mit anderen Charakteren hier gespielt habe. Deswegen
ja, wird der Erfolg wahrscheinlich auch bald dann zustande kommen, wenn man dann die 100 einfache Burger erledigt hat. Es gibt ja auch Erfolgsjäger, die machen das dann auch ganz gerne so nebenbei mit einem Charakter. Kann man natürlich auch machen. Aber ich bin immer nicht so der Grind-Fan. So, wir sollten natürlich auch den Fokus nicht aus den Augen verlieren, wo wir hier hin sollen. Das lässt sich mal ganz gut auf der Minimap sehen. Das ist schon eine etwas härtere Wache, das erkennt ihr an diesem kleinen silbernen Symbol dort. Hält ein bisschen mehr aus und teilt auch ein bisschen mehr aus. Und das hier sind halt ganz normale Gegner. Fallen relativ schnell um, wenn wir Skills mit Wut einsetzen. Aber es sind ja auch noch die Anfänge hier, Leute. Also alles gut. Wird auch noch schwieriger. So, und das sind instanzierte Bereiche, wo wir dann unsere Story vorantreiben. Hier ist jetzt eine Sith-Krieger-Phase. Da kommen nur Sith-Krieger rein mit der Aufgabe. Ihr seht hier zum Beispiel noch den Sith-Inquisitor. Da kommen wir gar nicht rein als Krieger, es sei denn, wir haben jemanden in unserer Gruppe, der halt hier eine Quest hat. Dann können wir damit reingehen und ja, auch die Zwischensequenzen und sowas miterleben und ihm halt dort helfen. Aber ich würde sagen, wir widmen uns hier unserer Quest mal und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und ja, dann geht's auch schon weiter. Bis dahin, liebe Leute.